So, wir kommen zu Level 25 von Extermination Day. Wir sind Tactical Mode, die Special-Folge. Oder wie ich das genannt habe, Ultra HD Horror. Keine Ahnung, was. Und ganz komischen Namen habe ich ja immer. Als Titel zu stehen: Mikropissen? Okay, Lord Game. Und dann, ja, gib ihm. So, habe jetzt mit dem Gamma hier, Quatsch, mit dem Fenster wieder ein bisschen weggemacht, sodass ich hier nicht mehr beleuchtet werde. Von daher hilft jetzt auch ein normaler Gamma-Wert wieder, also normal. Ich glaube, eins wäre definitiv zu dunkel. Ich kann aber ganz kurz, Ja, mal ganz kurz durchprobieren. Aha, doch. Doch, oder? Würde funktionieren. Nice. Aber ich glaube mal, sobald die Sonne rum ist, ich lasse mal so hier. Kriegst du noch mehr Munition? Keine Shotgun, kein Nichts, kein gar nichts. Schon dezent schade. Okay. Nein. Oh Gott, ich weiß, welches Level das ist. Das mit diesen ganzen Schrägen und den ganzen Katakomben und die ganzen Kacke. Fuck. Leck mich! Ja, Mann, mit der Granate war eine dumme Idee. Ich dachte, ich kann mal auf schlau tun, ja, und dann verkacke ich hier so. Armselig. Was? Mann! Nein! Vor allem bin ich da gerade schon wieder festgegangen, da war doch gerade gar nichts. Wollt ihr mich jetzt schon wieder hier, So, Feierabend hier. Wo habe ich denn mich hier gerade gehangen? Ist doch gar nichts. Außer eine geile Textur. Na gut. Dann belassen wir das. Okay. Ach ja, genau. Seht ihr hier diese Kanten? Hier ist nämlich eine Falle drunter. Mal gucken, ob ich drüber springen kann. Ich mache erstmal. Sonst bleibe ich nämlich genau da hängen. Tada. Habt das gesehen? Schön erstmal Falle hier. Oh Gott, das wird ein Albtraum. Das wird so ein Albtraum. Ja, einfach runter? Oder vorher noch ein Stoßgebet? Yay! Wow! Wow! Oh! Gut, müssen wir es merken. Klappe! Von wo denn? Ah, da hinten.
So. So, wer schießt denn hier noch? Irgendwo ist hier noch ein Imp übrig. Da oben. Gut. 130 leben nur noch. Ist nicht gerade das, was man eine gute Bilanz, Bilanz nennt. Okay. Nein! Fuck, das war irgendwie fast klar. So. Hab mal Bergsteiger gespielt. Kein Bock mehr. Ach ja, geht's auch noch weiter. Gut, erstmal müssten wir, glaube ich, hier lang oder andersrum. Ich habe keine Ahnung. Luca, what the fuck? Nein, 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 nein! Digga! Ich hab 1% Leben! Ihr wollt mich doch grad, ja, ficken. Was? Ach ja, ist ja das Ding schon. Okay, dann versuchen wir es jetzt mal an diesen, kommt hier wer? Ja. Klang gerade so, als wenn gerade jemand kommen würde. Gleich. Aha, das macht das Ding runter. Gut, also das macht das Ding runter. Das macht das Ding hoch. Oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Hä? Geht nicht. Ich sehe aber auch keine Hinweise irgendwie. Die haben alle das gleiche Muster. Hier sind zwei Kerzen, hier ist keine Kerze. Hä, hab ich doch. Okay, also ich muss auf jeden Fall erstmal die ohne Kerzen drücken und dann die hier mit Kerzen. Die Frage ist nur, welche Reihenfolge. Okay, also können wir schon mal mit der da immer anfangen.
Dann probiere ich erstmal jetzt drei rum. Nein, halt, 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 halt. Aber na, hat schon wieder so lange gedauert. Mann, Alter. Ist doch Bullshit. Oh. Okay, das geht auch nicht. Ah. Nee. Ich muss also alle drei Türen drücken, auf jeden Fall. Der geht immer nur so weit runter. Oh Mann, Alter, das gibt's doch gar nicht. Okay, wir gehen jetzt mal die andere Seite lang. Vielleicht finden wir irgendwie einen Hinweis darauf. Ja, komm her. Bitte was? Und wo denn? Ach, war klar. Boah, Alter. Ach ja, kaputt, Leute. Ah, nein. Weil Urlaub, wer wir nennt. Alter, das gibt's doch schon wieder gar nicht. Wie soll man denn hier so irgendwas machen können? So. Fuck you. Okay, also erstmal die Webinars hier loswerden. Klappe, Klappe. Naja, jetzt sind ein bisschen viele. Oh, noch so ein Viechchen. Hätten wir das auch geklärt? Ach du Kacke. Na kommt. Ach, der wird auch noch unsichtbar. Ja, leck mich doch. Stimmt, wir haben im letzten Level gar nicht die ganzen Raketen mitgenommen. Fuck. Na egal.
Oh. Man sollte mal speichern, bevor man Knöpfe drückt und nicht danach. Fuck, 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 fuck! Wieso hat er denn nach oben geschossen? So, na dann. Oh, beide mit einmal getroffen. Alter, wie viele? Ist schon der 9. jetzt. Alter, 9 Stück. Man kann es doch übertreiben. Ernsthaft. Das ist ja schon die Cento Mato Illegalo. Tuss. Oh Gott, hier kommt der. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, hier bleibe ich genau hier. Und drücke ich kein Stück mehr. Ja. So. Muss ich da unten hin? Nein! Wieso kriege ich Fallschaden, ey? Das ist doch schräg hier. Nein! Geh jetzt noch auf. Hier ist auch nichts. Alter, diese Kack. Gott. Kommst du? Komm. Ja, das Geile ist, man kann damit, wie schräg man an der Wand steht, entscheiden, wie man möchte. Jetzt gehe ich runter. Jetzt gehe ich langsam hoch. Jetzt gehe ich ganz schnell hoch. Also ganz schnell hoch. Jetzt gehe ich ganz schnell runter. Wir sind schon nach, du Scheiße. Kannst du mal herkommen? Und noch einer? Oh, Alter, der hat überlebt hier. Meine Fresse. Ich wollte hoch, du verfickter Fickifick. Er lebt schon wieder. Warum lebt er? Warum kann er leben und ich nicht? Ich will auch leben. So, jetzt kommt dieser. Na komm, hoch! Ah, falsche Waffe! Meine Fresse, kriegst du ja hier. Ey, kriegst du da ja. Na komm! Nein, 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 nein! Ja, hab's verstanden. So. Dann halt mit der Schrotflinte. Ist das behindert, Alter? Da hat man überhaupt keine Reaktionszeit bei diesen Viechern. Ich wollte den nämlich erst hier mit meiner doppelläufigen abknallen.
Und dann praktisch diese Lost Souls mit der Waffe auswählen. Aber ich die Waffe ausgewählt hatte und mich da auch geflüchtet habe, dann war die bereits hinter mir. Das ist ja sowas von. Naja, eher so illegal und so. Danke. Danke. Meine Güte. So, jetzt habe ich rot. Was kann ich jetzt mit rot anfangen? Ach, hinten ist rot. Oh Gott. Also hier wieder hoch. Jetzt nach da. Hier wieder runter. Ach ja, siehst du, genau. Danke. So, hier war rot. Da. Das war so hoch. Was? Geht doch. Nein! Wow. Tschüss. Wo kommt der denn jetzt her? Probieren wir erstmal wieder hier. Hallo? Okay, danke für die Hilfe. Ja, hier war diese Falle. Da müssen wir aber auch lang. Jetzt nach rechts, glaube. Ah, genau. Fucking Lost Souls hier. Klar, 1% Leben noch übrig. So hätte ich mal speichern sollen.
Ich wüsste echt gerne diesen Hinweis auf dieses Rätsel. Ich würde das nämlich schon gerne lösen. Na Gott, ich gehe wieder rüber. Also hier ist auch so ein Symbol. Aber eben, das sagt mir halt ehrlich gesagt gar nichts. Außer dass da halt irgendwo zwei Fackeln sind. Aber hier sind überall zwei Fackeln. Ich bin verwirrt. So, jetzt haben wir den blauen Schlüssel. Mit dem müssen wir jetzt wohin? Blau, 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 wieder ach da! Ja, okay. Also hier rüber. Hier wieder hoch und dann jetzt da durch die kleine Tür, die ja hier ist. Ach, das war doch das, ich mich hier mit dem Cyber-Demon, ne? Ja, leck mich am Arsch. Und die kommen auch nicht mehr hoch. Die sind also gefickt. Halleluja. Okay, ich versuche also erstmal das Rätsel zu lösen. Das wird ja sowieso hier der Endgegner. Da kommen wir ja dann auch nicht mehr zurück. Von daher. Könnte echt alles ein Hinweis sein. Wenn ich nur das Ding drücke, geht das auch fast komplett runter. Ups, das wollte ich nicht. Sorry, tut mir leid. Aber klar, das habe ich natürlich. Ach Mann, ey. Ja, komm, mach ihn jetzt hier. So, wenn ich jetzt nur hier drücke. Die Tür nur ein bisschen runter. Wenn ich hier und hier drücke, dann geht sie extrem weit runter. Hier geht sie auch mal ein bisschen runter. Hier geht sie auch mal ein bisschen runter. So, geht sie schon weiter runter? Nee, auch nur so normal weit. Aha, halt, also das ist der Schalter, der dem Ding hier am nächsten ist. Ich muss also erstmal hier drücken, jetzt muss ich hier rüber, dann muss ich jetzt dahin. Ah! Wow. Ist das behindert? Okay. Damit ihr wisst, wie diese Anlage funktioniert. Ihr habt praktisch mehrere Türen, die so nebeneinander sind. Die eine Tür sehen wir hier. Die andere Türen sind wahrscheinlich hier neben, so angeordnet, so ganz klein. Also mit Türen meine ich jetzt so Sektoren. Und die Sektoren sind wie folgt angeordnet. Die Tür ist so, die nächste Tür ist nur so, die nächste Tür ist so, die nächste Tür ist so. Wenn ich jetzt den Hauptknopf drücke, geht diese Tür bis zu dem Ding runter. Das heißt also, ich muss das Ding erstmal runterfahren, damit der weiter runter geht. Das geht damit, dass ich die nächste Tür runterschiebe, woraufhin die dann bis zu der Tür runtergeht und die dann weiter runtergeht. Heißt also, ich muss praktisch die dritte Tür auch weiter runter bekommen, damit die Tür weiter runtergeht und dann die Tür weiter runtergeht. Das heißt also, ich drücke erst den Schalter, damit geht die ganz rechte Tür komplett runter. Dann drücke ich den Schalter, damit geht die zweite Tür bis zu der vierten Tür, also auch ganz runter. Dann drücke ich, jetzt muss ich da besser nochmal gucken, den Schalter hier, damit geht dann die zweite Tür bis zur dritten Tür, die genauso ist wie die vierte Tür, also auch ganz unten. Und dann muss ich den Hauptschalter drücken, den hier für die Tür, damit die dann so weit runter geht wie die zweite Tür. Und in dem Fall, wo die in dem Moment ganz unten ist,
auch komplett runtergeht. Wenn ich irgendeine von dieser Reihenfolge nicht beachte, dann geht eine von diesen Türen nicht nach ganz unten und dadurch, dass die anderen Türen immer nur bis so weit runtergehen, wie die andere rechts neben ihr ist, geht sie halt immer nur so ein bisschen runter, wieder je nachdem, wie es halt gerade angeordnet ist. Ich weiß nicht, kann man das hier sehen irgendwie? Hier sieht man es nicht. Hier ist das Ding. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Ach da. Ach hier. Genau, hier ist das. Ja, hier sind diese drei Türen. Da. Da sind die drei Türen. Und wie gesagt, ich muss praktisch erst die Tür. Hallo? Die Tür runterbekommen. Weil sonst geht die nur so weit bis wie die hier. Heißt also, wenn die ganz runter geht, geht die komplett runter. Und wenn die dann ganz runter ist, geht die auch ganz runter. Und damit steuere ich dann letztendlich die Haupttür. Ist ein bisschen verrückt, ist aber so. Das nennt man moderne GZU-Programmierung. Damit kann man sehr schön Fallen bauen. Hallo, ja, ich habe keinen Bock mehr. So, okay, jetzt gehen wir noch ganz schnell zum Endgegner, zum Boss und dann haben wir das Level auch beendet. Ich weiß nicht, ich kann es dir vielleicht auch nochmal bei Slate nochmal zeigen, bei der Doom-Map-Erstellung. Kann ich sowas ja nochmal zeigen. So, erstmal müssen wir hier runter. Hä? Oh, ich habe noch No-Clip an. Schade, ich dachte, man kann die auch so öffnen. Fuck, das war so knapp. Da wirklich? Lol, das gefällt mir. Wir haben immer noch 40 Gegner? Wo denn? Ach du Scheiße, das war das Level, was hinten noch weitergeht. Ich habe keinen Bock mehr. Und die schießen auch schon auf uns. Ja, leck mich doch. Boah, ey. Gott, was ist mit euch los? Ihr seid ja nicht gerade kooperativ. Wenigstens wieder ein bisschen Munition. So, wie war das? Hier kann ich jetzt einfach durchrennen? Ach nee, kann ich nicht. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich ficken? Oh Gott. Ich muss also erstmal alle schön herholen. Was? Wieso war hinter mir einer? Ja klar, weil die ja rumspringen können. Wow. Wow, ich kann natürlich wieder nicht schießen, wenn ich renne. Mann! Ich will einfach nur einen Warnschuss abgeben, damit die alle aufwachen hier. So, könnt ihr bitte alle Kinder nicht fertig machen? Das wäre sehr schön. So, jetzt nehme ich doch noch die Spinne raus.
muss sie alle auf meine Seite locken. Damit ich dann rechts lang schön langlaufen kann. Digga, der brauche ich ja nur berühren und schon bin ich weg. Ich hätte geschaut oder was? Also ich habe ja nicht so übermächtige Kräfte, aber realistisch müssten die schon sein. Ich hätte weiter länger rechts bleiben müssen. Und ich hätte mich weiter ducken müssen. War das dumm? Ja, geschafft! So, jetzt kommt nämlich die Spinne auch noch raus. Jetzt kann ich nämlich, wenn ich Glück habe, genau das nehme ich. Ja gut, okay, das geht, kann ich natürlich selber auch sterben. Ne, jetzt kann ich nämlich dafür sorgen, dass ein paar Kakodiemen von der Spinne, falsche Richtung, dass ein paar Kakodiemen von der Spinne erledigt werden. Die ganzen Bäume hier, ey, man sieht gar nichts. Wow. Ich glaube, auf die Spinne ist ja noch nicht so viel Verlass. Der war doch überhaupt noch nicht an mich dran. Na gut, Rest mache ich lieber manuell. Sonst wird das hier gar nichts mehr. Die ist da vorne? Ich hatte die Master vollkommen falsche Erinnerung. Oh mein Gott. Hä? Wo hängt denn jetzt hier fest? Hallo? Nirgendwo. Ach doch, an der Fackel. Oh Gott. Das ist, dieses Hintergrundlied erinnert mich immer an dieses U-Bahn-Level. Na komm. Halt, auf der Entfernung mit diesem Rückstoß zu arbeiten, ist ja hier echt, also hier von diesem Recoil, wie das Waffen noch umgeht, ist ja echt eine Scheiße. Na komm, tapp an, Mädel.
Hätte heute gerne Hirnpappe zum Antwort. Braucht 37 Leben. Dankeschön. So, jetzt kann ich ja schön in Ruhe hier. Wie viele leben noch? Oh, noch ein paar. Na gut, die lasse ich einfach mal liegen. Ach scheiße, blaue Perle und so, ne? Ja, hier ist direkt das Ende. Gut, ich komme nochmal zurück, weil blaue Perle und so. Ach so, wir kommen ja gar nicht zurück. Ja, wow. Okay. Wir kommen natürlich zurück. Das war natürlich nur ein Witz, ne? Ich meine, wir sind ja hier. Ihr wisst schon, ne? Wir können ja fliegen und so. Das haben wir ja gelernt und so. Macht voll Sinn und so. Geronimo, wir fliegen den ganzen Tag. Geronimo, wir fliegen. Falsche Tür, falsche Richtung, falscher Raum. Hallo, ich will gerne hoch. Danke. Perfekt, da, fick, da rein. Jetzt reicht so langsam. Ich, au! So, schalten wir mal fliegen wieder aus. So, und jetzt ab ins Ziel. Die restlichen Kakodime lasse ich einfach mal links liegen. Das wäre einfach eine zu hohe Munitionsverschwendung. Und Munition ist leider etwas, was wir derzeit nicht allzu viel haben. Von daher hoffe ich, man verzeiht mir, wenn ich hier mal ein bisschen das Ganze liegen lasse, ne? Ach Gott. Oh Gott, das Level. Oh, das wird so AIDS. Das wird so AIDS. Das wird so AIDS. Naja, egal. Schau mit V.